Jule und Simon tun mir so leid. Jule hat so apathisch gewirkt vorhin. Als wäre sie gar nicht wirklich da. Auf jeden Fall übernehme ich erstmal ihre Schicht heute Abend. Habe ich schon mit Isabel abgeklärt. Das ist gut. Ich ziehe mich erstmal um. Mach ich auch. Was ist? Wie siehst du denn schon wieder aus? Soll ich so spießig rumlaufen wie ihr? Wir waren gerade auf der Beerdigung von Jules Baby. Oh, tut mir leid. Ist schon okay. Und warum bist du schon wieder so super drauf? Schrott, alles nur Schrott. Lass mich raten. Und wieder dein Motorrad. Die Kontaktplatte von der Zündung hat ihren Geist aufgegeben. Dann kauf dir doch eine neue. Wenn du mir die Kohle dafür gibst, gerne. Ist sowas denn so teuer? Von Technik hast du echt keine Ahnung, oder? Ja Gott, dann gehst du halt auf den Schrottplatz und guckst danach. Super Idee. Ja, wieso denn nicht? Was spricht dagegen? Mann, ich hab schon sämtliche Schrottplätze Düsseldorfs abgesucht. Und? Ja, nichts und. Komm, lass ihn allein rummuffeln. Brandner? Ja, hallo, hier ist Andi Fritsche. Ich wollte fragen, wie es mit den Extraschichten aussieht. Ach, Andi, zur Zeit ist es schlecht. Wir haben genug Arbeit auf der Baustelle. Tja, da kann man nichts machen. Trotzdem danke, dass Sie nachgefragt haben. Gern geschehen. Bis dann. Tschüss. Scheiße. Keine Extraschichten drin, was? Was willst du jetzt machen? Mir noch einen Job suchen. Sonst kriegt das Teil nie zusammen. Aber es hat doch schon ewig gedauert, bis du den Job bei Brandner hattest. Wo willst du jetzt so schnell einen zweiten herkriegen? Frag mich was Leichteres. Ich mache auf. Hallo, schöne Frau. Guten Tag. Sag mal, ist Andi da? Ja. Ich sehe schon. Komm rein. Hat nicht geklappt, hm? Herr Brandner hat schon genug Leute auf dem Baum. Kann man nichts machen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mein Motorrad abzumelden. Ich kann mir das Ersatzteil einfach nicht leisten. Was ist das für ein Teil? Eine Kontaktplatte für die Zündung. Das ist nicht vielleicht sowas hier? Ja. Jetzt hätte ich einmal frei und dann muss ich nur Limits einsprengen. Komm. Wir müssen Jule helfen, wo wir nur können. Ja. Hey, ihr beiden. Hi. Hi. Hey. Wie jetzt? Ich dachte, die Maschine tut's nicht mehr. Stimmt. Ich dachte, diese Platte ist kaputt. Jetzt läuft sie eben wieder. Hallo. Hey. Hi. Na, ist so heavy, dass du dein Bike wieder flott gekriegt hast? Das ist ein Motorrad. Ja, ist das Gleiche. Es hat beides zwei Räder. Und du zwei Beine, aber ich sage nicht zwei Beine zu dir, sondern... Spuchtel. Bringst du mir eine Cola an den Tisch, bitte? Klar. Lass ihn doch mal in Ruhe. Ich? Er fängt doch immer an. Oh ja. Ja, ist doch so, oder? Das ist mir so egal. Na klasse, jetzt werden wir auf der eigene Freundin drücken. Bitte schön. Danke. Die legt sich ja ganz schön für dich ins Zeug. Habe ich auch schon gemerkt. Was meinst du, woran das liegt? Ist doch klar. Gabriela steht auf mich.